Guten Tag und herzlich willkommen zurück. Ja, nochmal WZ-120. Nochmal Panzerass. Diesmal allerdings eine Map, die nicht so flach ist, wo wir also mit unserer Kanone Probleme bekommen würden. Deswegen schon mal vorab, wir fahren nicht in die Mitte. Wir sind allerdings Top-Tier und wie ich es letztes Mal schon angesprochen habe, wir haben einen ganz guten Turm. Das heißt, ich werde hier versuchen, in der Runde meinen Turm zu benutzen, meine Hülle zu verstecken. Es gibt eine super Position auf dieser Seite dafür. Ungefähr... hier an der Ecke kann man hier die andere Seite halten. Das wird mein erstes Ziel sein, da werde ich hinfahren. Ich bin relativ flott. Ja, da fühlt sich so ein guter Köpfchen-Medium sozusagen wohl. Allerdings ist natürlich relativ viel Abwarten dadurch. Wir warten darauf, dass uns die Gegner hineinfahren, wenn ich hier so stehe. Ich ziehe da ein. Ich will einfach, dass sie mir vor die Flinte fahren, ich ihnen einen schönen 400er, 450 Damage Schuss geben kann und sie dann keine Lust mehr haben rumzugucken. Hier habe ich geguckt, wie ich stehe, dass meine Hülle halbwegs verdeckt ist, weil ich schon ein paar Mal hier in die Hülle Schüsse bekommen habe. Hier sage ich dem AMX, er soll zurückfahren, weil er dort einfach offen steht und das ein Papierpanzer ist. Ist ja schön, dass er dort mal seine Schüsse anbringen kann, aber er ist halt trotzdem ein Papierpanzer und meiner Meinung nach sollte er dort nicht sein. So, als Papier-Heavy und dort kommt eine E-Mail. Zwei, der übrigens auch. Ne? Hat ein Magazin und so, der Gute. Noch ein 53 TP und dann war's das. Mit unserem AMX. Schöner AMX 120. Gut gemacht. Hast wahrscheinlich dein halbes Magazin rausgekriegt oder fast sogar ein ganzes. Aber die Taktik hat funktioniert. Emi hat einen Schuss von mir gefressen und Emi sagt: nee. Da gucke ich nicht nochmal nach. Also zumindest nicht so schnell. So, ich stehe hier halt gemütlich, wir halten das. Ich sehe allerdings, dass wir die Mitte sehr, sehr gut eingenommen haben. Also unsere Mediums haben die Mitte extrem gut eingenommen. Dort kriegt der E-Mail nochmal eins. Und ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Dem habe ich schon zwei Hits gegeben, der ist halt tot. So, da kommt unser Turm zum Einsatz. Flömp. Es ist einfach sehr, sehr angenehm, wenn du die Hülle versteckt kriegst. Die Leute kommen an dem Turm fast nicht durch. Selbst Gold ist halt echt schwierig, da durchzukommen. Da der so rund ist, der Turm, wie bei auch den Russen und Chinesen Heavies, die ist schwierig, da ranzukommen. Aber wie bereits gesagt, ich ein bisschen campen. Entschuldigung, kurzer Cut. Ich habe hier mit den Dachen rumgespielt. Hier habe ich gemerkt, okay, der Emil ist weggefahren, der guckt nicht mehr rum. Wir haben die Mitte eingenommen, dann muss ich ein bisschen Druck machen. Also fahre ich hier mal ein Stück weiter. Und da begegnen mir direkt zwei Kandidaten. Hallo, 53 TP. Und der ist irgendwie doch auf meinen Turm abgebrannt. Da war ich begeistert. Ich weiß nicht, wie er meinen Turm getroffen hat oder warum. Er hätte einfach meine Hülle unten zielen sollen. Das wäre viel einfacher zu treffen gewesen. So, 53 TP. Komm, schieß doch mal. Ich zeig dir so schön mein Pöpschen da hinten rausragen. Oder warte einfach, dass meine Kollegen auf dich schießen und du dich deswegen wegdrehst und ich dir dann eine geben kann. Hier, bam, 430. Klatsch die Schelle. So. So geht es nämlich dann super. So, der andere 53 TP ist auch für mich super weich. Hier noch eine 370er Schelle. Das war leider ein Low Roll, aber sind wir bei 2000 Damage und jede Menge Abpraller. So, dann müssen wir hier mal Druck machen. Machen wir mal die beiden Kollegen hier weg. Guten Tag, du kannst mir, wenn du möchtest, mir einen Schuss geben. Ha! Gebaitet. Und dann machen wir dich weg. So. Dann holen wir uns den nächsten hier und dann wird von hinten die Zange zugemacht. Um die Gegner Heavys. Natürlich steht noch ein WZ, der reinlötzt. Ich fahre jetzt nicht weiter durch. Und wie ich den Löwe hier nicht gekillt habe, ist mir nicht ganz klar. Das wäre eigentlich super wichtig gewesen, den Löwen hier platt zu machen. Zum Glück hat aber der andere Gegner noch nicht reagiert. So, dann kann ich im Objekt 705 hier nochmal schön einen in die Seite latzen. Das war einfach... Unsere Heavies haben Heavy Work gemacht, unsere Mediums haben die Medium-Linie eingenommen und ich habe dort die Mitte gehalten, dass da nicht irgendwie ein Emil in irgendwelche Seiten reinfahren kann. Hier bin ich nicht ganz sicher, ob der rumgucken will. Dort kann ich ja nicht drüber gucken, da bin ich zu klein für. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu ängstlich. Und dann werde ich vom T30 auch ordentlich bestraft. Wenn man so ängstlich ist, sollte man nicht so häufig sein. So, der guckt aber nicht in meine Richtung, also kaputt. Weg damit. So, jetzt kümmern wir uns um den T30, der hinter uns steht. Beziehungsweise um den Emil, der da gerade rumkommt. Der zum Glück daneben schießt. Mit seinem Snapshot und uns dann aber noch ordentlich eine geben kann.
So, Fahrer getötet. Aua, nochmal die Kette gezogen. Oh, nochmal einen Abpraller. Das war extrem glücklich. Ich bin der Meinung, hätte der WZ-120 hier ganz in Ruhe, weil ich hatte ja schon geschossen, ganz rum eingezählt, wäre er tot gewesen. Wenn er jetzt nochmal kommt, ist er halt tot. Aber der hätte uns hier töten können. So, Fahrer noch heilen, damit wir die Cooldowns eher starten für unsere Verbrauchsgüter. So, WZ ist tot. Emil fehlt noch. Keiner will hier rumfahren, um sich den Emil zu holen, so richtig. Jetzt wurde geschossen, jetzt hätte man rumfahren können, um den Emil zu holen. Ich will hier eigentlich nicht mehr rausgucken, weil ich bin ziemlich, ziemlich tot. Uiuiuiui, nochmal so ein 600er vom T30 will ich mir eigentlich nicht snacken. Aber wir sind bei über 3000 Damage. Wieder bei über 3000 Damage. Wieder eine sehr angenehme Runde. Bisher, und ich hab noch ein bisschen Blutleck, ich will noch ein bisschen mehr. So, ich bin wieder offen, ich fahre hier noch ein Stück ran. Hier sollte mich der T30 eigentlich nicht treffen können. Außer irgendwie auf meine Kuppel ein bisschen schießen. Das heißt, ich bin hier relativ sicher. So, jetzt hat er sich weggedreht. Dann snipe mal hier eben mal an die Seite des Turmes. Guten Tag. Wie geht's Ihnen denn so? Ich bin übrigens ein Medium. Mit einer Heavy Gun. Auf Stufe mit einer 10er Heavy Gun. So. Problem ist natürlich, der T30 hat auch einen dicken, dicken Turm. Und wir haben einen ELC, der uns in die Seite schießt. Frech. Deswegen müssen wir sozusagen zwei Richtungen verteidigen. Der AMX-65T macht die Seite und ich mache die andere. So ist ein bisschen der Deal. Der Udis fährt raus. Ich weiß nicht, warum der so rausfährt, wie er rausfährt. Aber so wie er gerade rausgefahren ist, wäre sehr schön zu treffen gewesen. So, jetzt gucken wir mal. Irgendwie ziehen sich alle sehr, sehr zurück. So wie der T30 da steht, hätte man ja schon Bock mit HE drauf zu schießen. Vor allem bei 69 HP. Bevor alle abprallen. So, der Udis. Jetzt habe ich HE geladen. Für den T30. Um den wenigstens einfach mal rauszunehmen. Mir ist scheißegal. Das ist so, ich will einfach nur. Ich will den irgendwie treffen. Leider Gottes ist das Glück mir nicht hold. Ich will ihm einfach nur überhaupt Damage machen, damit er mit seinen 69 HP relativ bald stirbt. Der hat zum Glück wieder auf meinen Turm geschossen. Also ich weiß nicht. Das war ein Match, wo irgendwie alle Bock hatten, auf mein Türmchen zu schießen. So. Hier nochmal Versuch Nummer 2. Das sind leider nur 10 Schaden. Dauert eine Weile. Aber es hat Damage gemacht. Der war nicht so begeistert davon. Der Udus hat keinen Bock mehr auf mich zu schießen, aus irgendeinem Grund. Und da ist nochmal noch... nochmal der abgeprallt. Ich lade gerade noch nach. So, zack. Warum auch immer ich angeblich HE jetzt lade. Ich habe hier AP geladen. Der Udis ist so weit um mich rumgefahren. Ich weiß nicht warum. Der hätte auch viel eher auf mich schießen können. So, jetzt ist noch die Frage. Die Su scheint nicht mehr hier zu sein, wo sie zuletzt gespottet wurde. Die ist noch der letzte verbliebene Gegner. Ich habe 3000 Schaden abgeprallt auf einem Medium, der eigentlich nur einen Turm hat. Ja, also wirklich... Jeder, der mit Tier 8 oder ab Tier 8 auf meine Hülle schießt, kommt durch. Der ist nicht wirklich dick. So, ich denke mir so, bevor ich jetzt noch sterbe, cap ich lieber. Auf der anderen Seite sind meine beiden Heavys stehen vor der Su 130 PM. Ist eigentlich nicht so schwierig, war ich der Meinung, weil die ist ja weich wie sonst was. Und dann habe ich mir gedacht, gehen wir auf Nummer sicher, weil die beide auf einer Seite stehen. Nicht, dass sie sich nicht trauen rumzufahren. Fahre ich mal in deren Rücken, aber dann hatten sie doch ihre Eier gefunden und sind, glaube ich, beide rumgefahren. Jetzt gerade, ja. Weil die kann sich ja nie und nimmer gegen zwei Heavys verteidigen. So, wieder, schöne Runde, hat Spaß gemacht. Panzerass, GG.